Armer Dankwart. Die Sonne! Nach all den Jahren scheint endlich wieder die Sonne auf mein geliebtes Falkenburg. Hauptmann Knurrgarn, ihr hattet euch an euren Teil der Abmachung gehalten und uns geholfen, den Unhold Wahnfried in die Flucht zu schlagen. Nun liegt es an mir, es euch zu vergelten. Ihr und euer Rudel dürft nun gehen. Nein, Pech. Wird doch höchste Zeit, dass wir dieses schmierige Land endlich hinter uns lassen und wieder in unsere Heimat zurückkehren. Männer, wir ziehen uns zurück. Das war mir eine Ehre. Wie es Grandy, Libra und dem jungen Tarius wohl gerade ergehen mag. Hättest du nicht etwas schneller sein können, Grandy? Na toll. Oh, meine Freunde, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr so schnell wieder zurück seid. Das wären wir auch nicht, wenn Grandy Wahnfried nicht hätte entkommen lassen. Das ist jetzt aber nicht fair von dir. Ich habe mir die Lunge aus dem Leib gehechelt, aber Wahnfrieds Vorsprung war einfach zu groß. Dankwart, wir müssen uns beeilen. Bitte kommt schnell. Vielleicht können wir ihn ja doch noch einholen. Es tut mir leid, mein Junge, aber diesmal werde ich euch nicht helfen können. Für mich ist es das Ende. Aber wieso Ende? Wir müssen dem Kerl hinterher und... Ihr versteht mich falsch. Ich meine, dass dieses Abenteuer hier für mich endet. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach aufgeben. Grandy! Lasst nur mein Kind. Er wird es verstehen, wenn sich sein Hitzkopf abgekühlt hat. Aber wir müssen doch zusammenhalten, wenn wir diesem Langzahn das Handwerk legen wollen. Er hat doch schon den Schwanz eingezogen und ist getürmt. Warum jagen wir ihn nicht endlich zur Hölle? Das ist unsere letzte Chance, um ihm alles heimzuzahlen. Davon würde ich abraten. Maltur. Ihr seid doch dieser Sohn des Leibhaftigen. Der hat uns jetzt gerade noch gefehlt. So, ihr seid also tatsächlich Maltur. Der Maltur. Keine Zeit für lange Reden, alter Mann. Ich bin hier, um zu sehen, ob ihr mir von Nutzen sein könnt. Das schlagt dir mal ganz schnell aus dem Kopf, Kerl. Bevor ich zu deinem Handlanger werde, schmeckst du meinen Eisenprügel. Etwas mehr Besonnenheit, Grandy. Nicht alles, was wir sehen, ist nach seinem ersten Anschein beschaffen. Aber Dankwart, er ist der Sohn des dunklen Gottes. Das macht ihn fast noch gefährlicher als Wahnfried. Das ist durchaus möglich, aber mir scheint, als komme er nicht mit der Absicht, uns zu schaden. Ganz recht. Und nun hört euch an, was ich zu sagen habe. Oder geht mir aus der Sonne. Die Zeit ist knapp. Ich trau dem Braten nicht, Dankwart. Vielleicht hören wir uns aber doch erst einmal an, was ihr zu sagen habt. Na, wenn du meinst. Aber findest du nicht, dass wir unsere Zeit verschwenden? Das Schwein hat immerhin noch unser Kind in seinen Pranken. Das weiß ich genauso gut wie du. Und deshalb lässt du ihn jetzt ausreden, damit wir bald aufbrechen können. Ja, gut. Nun, Kind der Legenden, alle Augen richten sich fragend auf euch. Ich will es kurz machen. Wahnfried scheint etwas ganz Großes vorzuhaben. Euer Kind scheint damit in Zusammenhang zu stehen. Woher weißt du das, Dämonenbalg? Ready! Spiel dich nicht so auf, Würmer Fraß. Ich habe seine Gedanken gelesen. So einfach ist das. Gedanken lesen? Faszinierend! Könntet ihr das bitte näher erläutern? Ihr würdet den Vorgang nicht einmal verstehen, wenn ich ihn euch erklären würde. Ihr
Über die Jahre haben einige Jünger des Okkulten einen recht passenden Namen dafür gefunden. Der Hirnschmelzer. Euch ist tatsächlich gelungen, mich zu beeindrucken. Eure klapprige Gestalt verbirgt offenbar mehr Wissen, als ich vermutet habe. Ja, das ist alles sehr interessant. Können wir auf den Punkt mit unserem Kind zurückkommen? Was hat er Was ist Granny? Ich habe den Namen unserer Tochter vergessen. Du weißt den auch nicht, oder? Ja, aber wie kann das sein? Und unsere Tochter... ein äußerst interessantes Phänomen. Ich denke, es hat etwas mit dem Strom der Zeit zu tun. Papalapap, wir haben keine Zeit für diesen Unsinn. Wir? Seit wann gehört ihr zu uns? Junge, wollt ihr es mit einem Gegner aufnehmen, der es wagte, Maltur, den Unaussprechlichen, anzugreifen? Diesem Feind seid ihr nicht gewachsen. Euch hat er aber auch ganz schön heimgeleuchtet. Oder habt ihr euch in diesem Blitzstrahl nur ausgeruht? Ihr habt recht, er hat mich überrascht. Und was scheint euch die logische Konsequenz? Ich denke, er hat recht, Grandy. Recht? Womit denn? Ich komme gerade gar nicht mit. Ich glaube, er schlägt eine Art Pakt vor. Aber das ist doch Wahnsinn. Sollen wir uns jetzt mit dem einen Finsterling verbünden, um den anderen ein Schnippchen zu schlagen? Ich habe nichts mehr mit meinem dunklen Vater gemein. Ganz im Gegenteil. Ich jage und vernichte seine Anhänger, wo ich sie finde. Meine Kinder, ich kann nur eines sagen. Seltsame Zeiten wie diese machen manchmal seltsame Bündnisse notwendig. Ich werde hierbleiben und mithelfen, das einstige Falkenburg wieder entstehen zu lassen. Das bin ich Doria schuldig. Herr Maitor, sagt mir bitte, wie diese Scheiße meiner Tochter anzutun gedenkt. Auch mein Wissen hat Grenzen. Ich konnte nur Bruchteile seines irrsinnigen Geistes aufbrechen. Nie zuvor habe ich Gedanken eines Wesens geschaut, das in seiner Bosheit auch nur entfernt mit diesem Vampir zu vergleichen wäre. Es war so übermächtig, dass es mir den Atem raubte und Wahnfried die Möglichkeit gab, mich auszuschalten. Aber meine Jammerei hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wie steht es? Wenn es der einzige Weg ist, dann muss es wohl so sein. Ja, Schatz, wir haben keine andere Wahl. Dann ist es beschlossen. Doch nun sagt mir, wie steht es um den schwarzen Herzog? Auf welche Weise ist ihm die Flucht geglückt? Wir folgten ihm bis an den Burghof, aber da muss wohl bereits eine verdunkelte Kutsche auf ihn gewartet haben. Wir konnten nur noch mit ansehen, wie Wahnfried sich mit Hilfe seines buckligen Dieners aus dem Staub gemacht hat. In seinen Gedanken konnte ich sehen, dass er diesen Plan für den Notfall vorgesehen hatte. Und auch welches Ziel er hat. Donner Doria! Spannt uns nicht auf die Folter, Herr Maltur! Er will nach Königsberg. Königsberg. Natürlich, warum habe ich nicht selbst daran gedacht? Meine lieben Freunde, ihr müsst unverzüglich aufbrechen. Was hat es denn mit Königsberg auf sich? Es ist eine Hafenstadt. Von dort aus kann sich Wahnfried in alle Teile der bekannten Welt absetzen und sich damit unserem Zugriff für immer entziehen. Ich hoffe, dass mein alter Freund Baron Davidov von Schöppelbrunn noch im Amt ist. Ich werde euch ein Schreiben mit auf den Weg geben, indem ich ihn bitte, euch nach allen Kräften zu unterstützen. Hervorragend, dann sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Die Zeit dringt. Ja, was gibt's, Tarius? Aber was ist mit Maltur? Ich meine, so ein Riesenkerl fällt doch auf. Ein überzeugender Einwand, mein Junge. Vor allem, da es in Königsberg einige Kenner des Okkulten gibt, die... Was denn, Herr Dankwart? Ist euch etwas eingefallen? Nun, zweierlei, mein lieber Tarius. Mir ist soeben eine Idee gekommen, wie sich
eine Tarnung für unseren neuen Freund hier beschaffen ließe. Was habt ihr im Sinn, alter Mann? Kicke Worte aus dem Mund eines äonenalten Wesens. Der Punkt geht an euch. Aber zurück zu meiner Idee. Ich denke, es wird Zeit, meinen alten Hofmagier Gandamel aus dem Kerker zu holen. Das war doch der alte Lüstling, der mich die ganze Zeit angestarrt hat, oder? Nun, er hat seine Fehler, aber ich gebe zu. Das gebe ich aber zu. Na ja, gut. Er mag zwar sehr angetan sein von dem anderen Geschlecht, aber seine Fähigkeiten stehen außer Frage. Dann werde ich mich mal darum kümmern, damit wir hier langsam fertig werden. Oh wei, was hatte der denn für eine Stimme? Oh, Herr Dankwart, nein, was bin ich froh, euch unversehrt wieder zu finden. Was ist, Keine Zeit für Schwätzchen. Erklärt ihm, was er zu tun hat. Und wer ist dieser rüde junge Mann, Herr Dankwart? Ja, das Gandamel ist Maltur. Ach so, also was kann ich... Wie? Sagtet ihr, war sein Name, Herr Dankwart? Ich sagte, sein Name? Ja, wir wissen es. Er ist der Sohn von diesem dieser Finstergottheit. Angeblich ist er auf unserer Seite. Wir wollen, dass er etwas unauffälliger aussieht. Ach so, erwähnte ich, dass wir in Eile sind? Ja, das ist aber wirklich harter Tobak, Herr Dankwart. Und ihr verlangt nur von mir, dass... Wenn du so gütig wärst, alter Freund, gib dem Sohn des dunklen Gottes eine Gestalt, die nicht so imposant ist. Ich soll euch also verzaubern. So, ist denn der Leib eines wahrhaftigen Halbgottes nicht viel zu nun... Göttlich, zehrt euch nicht so. Ich habe einen Großteil meiner Kraft in einem Gewitter einbüßen müssen. Ich denke, es wird gehen. Also los. Ja, nur nicht hetzen, die Herren. Ich muss für diesen Zauber mich sehr konzentrieren. Wenn ihr bitte ein wenig zur Seite treten würdet. Ja, wenn es denn sein muss. Tretet bitte etwas mehr in die Mitte, Herr Maltor, damit wir euren Anblick noch ein letztes Mal in voller Pracht genießen können. Ja. So sieht's gut aus. Na, dann wollen wir mal sehen. Hä? Ein Meisterwerk. Na nun, wie findet ihr das, Dankwart? Nun, das ist wirklich hübsch, Gandamel. Nur die Augen. Das muss irgendeine Tücke sein, die der dunkle Gott da eingebaut hat. Die kriege ich nicht besser hin. Wenn du jemals Kinder haben willst, dann verwandle mich lieber schnell in etwas Anständiges. Und damit meine ich eine männliche Gestalt. Wie geil die aussieht. Oh, so wird euch niemand. Ich spaße nicht. Na gut. Wer bin ich, einem göttlichen Wesen zu widersprechen? Also das Ganze nochmal. Und ihr solltet dieses Mal lieber meinen Geschmack treffen. Ich habe kein Problem damit, einen unfähigen Magus zu zerquetschen, bevor ich auf Vampirjagd gehe. Das sieht doch tatsächlich ein wenig unauffälliger aus. Etwas mickrig vielleicht. Dafür ist es, probiert doch mal die Kapuze an eurem Mantel aus, um euren durchdringenden Blick etwas zu kaschieren. Na? Ich mach mich mal aus dem Staub. Gut, da dies nun endlich geklärt ist, sollten wir aber wirklich aufbrechen. Dankwart, ihr wolltet uns doch noch von einer zweiten Sache erzählen, die euch eingefallen ist. In Königsberg lebt ein alter Schulfreund und geschätzter Kollege von mir.
Wilhelm von Junz, eine Koryphäe auf dem Gebiet des Okkultismus. Ihr solltet ihn wirklich aufsuchen. Mein Name sollte reichen, euch Tür und Tor zu öffnen und bei ihm vorsprechen zu dürfen. Zuerst müsst ihr nach Gumpensund, 5 Meilen westlich von hier. Dort müsst ihr euch Pferde besorgen. Die Zahlung übernehme natürlich ich. Viel Glück, meine Freunde. Es tut mir weh, euch ziehen zu lassen. Aber diese Sache muss zu Ende gebracht werden. Wir werden diesen Schurken zur Strecke bringen. Doria, er wird gerecht werden. Passt auf euch auf und kommt heil zu mir zurück. Macht euch da mal keine Sorgen. Wir kommen wieder. Ach, noch etwas. Malthur, ich kann euren Schmerz und eure Verbitterung darüber, was euch in diesen Tagen widerfahren ist, ja verstehen. Jedoch solltet ihr versuchen, eure Gefühle im Zaum zu halten und den richtigen Tonfall zu wahren, wenn ihr unerkannt bleiben wollt. Ich werde es mir merken. Wow, wieder ein Abschnitt. Kapitel 5 – Der Tag ohne Namen. Königsberg, das Tor zur Welt. Es ist lange her, seit ich das letzte Mal hier war. Pferde sind innerhalb der Stadtmauern verboten. Aber direkt vor den Toren gibt es einen Mietstall. Der Besitzer ist ein reicher Mann. Ach, wie schön. Wir haben Kapitel 5 erreicht. Ich freue mich. Und weil ich mich so freue, mache ich hier mal eine kleine Aufnahmepause. Genau. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Diesmal mit Malthur im Gepäck. So, kurz speichern. Ah, warte mal, eins wollte ich mal eben noch. Malthur, Halbgott. Ich wollte mal eben noch die Ausrüstung von dem Kerl checken. Was haben wir hier? Thanatos, Malthurs mächtiger Zweihänder. Schwarze Rüstung, Malthurs Plattenpanzer. Können wir da vielleicht was Besseres rein? Na, hätte er sein können. Okay, schützt vor kritischen Treffern. Der kriegt hier die magischen Armschienen. Die habe ich immer noch im Gepäck. Schön. Können, was kann der Alte denn? Verfall. Hölle und Verdammnis gegen einen Gegner. Die erdrückende Kraft der Finsternis. Verdammnis. Ach, wie cool. Ausrüstung. Ah, okay. Gegenstände. Habe ich noch irgendwas, was ich einsetzen könnte? Okkulte Au... Okay, haben wir leider nichts mehr. Wir haben immer noch die Kleider. Ah, müssen wir mal alles verkaufen. So, jetzt bin ich aber endgültig. So, speichern wir nochmal. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierher. Und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.